herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass du meinen Kanal wieder angeklickt hast. Und das heutige Video dreht sich um das Thema auf das Gesicht setzen während dem Spaß zu zweit. Falls dir das Video gefällt, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Ganz viel Spaß dabei. Die eine oder der andere hat das schon gemacht und oder gehört, hey, setz dich doch mal auf mein Gesicht, ja? Es gibt viele Frauen, für die ist das eine Hürde, sich sozusagen mit ihrem Intimbereich auf das Gesicht zu setzen, weil das natürlich eine sehr intime Sache ist und Frauen machen sich ja vielleicht auch oftmals mehr einen Kopf wie Mann. Das heißt, rieche ich da gut, schmecke ich gut, der ist sozusagen ganz nah mit seinem Gesicht da drin. Und ja, es ist auf jeden Fall für die eine oder andere Frau eine Herausforderung. Aber es kann natürlich auch was Tolles sein, denn Frau hat zu 100% die Kontrolle. Denn sie kann sich frei bewegen, sie kann den Rhythmus bestimmen und sie kann natürlich auch die Intensivität bestimmen. Wie wir alle wissen, viele Frauen haben natürlich auch Schwierigkeiten, zum Höhepunkt zu kommen, beziehungsweise geht das eigentlich bei uns Frauen nicht so schnell wie bei einem Mann. So. Und diese Technik ist eigentlich dafür ganz gut geeignet, denn eine Frau kann sich sozusagen selbst zum Höhepunkt lenken, weil du kannst einfach die Intensivität bestimmen, du kannst bestimmen, wie du dein Becken bewegst. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr vorab ein Zeichen ausmacht, weil du sitzt natürlich auf seinem Gesicht und wenn du das irgendwie zu sehr übertreibst, kann das auch für den anderen unangenehm sein. Deswegen macht ein Zeichen davor aus, dass wenn er zum Beispiel die Hand hebt oder whatever macht, dass du damit dann auch aufhörst. Und ja, das war auch schon mein Video. Kurz und knapp, ich hoffe, es hat geholfen und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.